Diese 6 Uhr Morgenroutine hat mein komplettes Leben verändert. Rückblickend betrachtet war mein Leben in den letzten 4 Jahren wie gelähmt. Ich kam aus einer Depression und kämpfte darum, mein Unternehmen und mein damaliges Hobby, diesen YouTube-Kanal, unter einen Hut zu bringen. Vor 4 Jahren war ich noch mehr als verzweifelt. Ich habe mich dazu entschlossen, diesen YouTube-Kanal erstmal auf Eis zu legen und mich erstmal auf mich zu konzentrieren. Irgendwie fehlte mir Zeit und irgendwie lief die Zeit gegen anstelle mit mir. Es war einfach nicht genug davon übrig, um alles unter einen Hut zu bekommen. Und so scheiterte ich oft an mir selbst und bei allem, das ich mir in den Weg stellte. Das Resultat? Ein heftiger Burnout und schwere Depression. Aus dem Rückspiegel betrachtet war die Depression aber das Beste, was mir hätte passieren können. Dieser Schicksalsschlag veränderte nämlich mein ganzes Leben. Je größer der innere Schmerz, desto größer der Wunsch nach Veränderung. Und glaub mir, ich war bereit, alles zu tun, um aus diesem Loch herauszukommen. Und diese 5 Gewohnheiten, die ich dir in diesem Video zeigen werde, haben mein Leben für immer verändert. Körperlich, geistig, spirituell und finanziell. Heute, Jahre später, kann ich in den Rückspiegel schauen und sagen, I made it, man. Ich bin finanziell frei und habe einen maximalen Frieden mit mir selbst, mit meiner Freundin und mit meinem Umfeld finden können. Außerdem habe ich meine Leidenschaft im Kraftsport wiedergefunden. Ich arbeite wieder für mein Leben gerne an meinen Zielen. Ich bilde mich täglich 5 bis 8 Stunden weiter und darf mit über 900 der coolsten Menschen im Inner Circle zusammenarbeiten und ihnen mein Wissen rund um das Thema Körperbewusstsein, Geist, Liebe und Finanzen weitergeben. Und weil ich mein Leben wieder in den Griff bekommen und mehr Zeit denn je habe, nehme ich mich nun auch wieder mein Hobby an, YouTube-Videos mit gigantischem Mehrwert für euch wegzudrehen. Und ich bin mir sicher, dass dieses Video hier auch dein Leben auf das nächste Level bringt, ganz gleich, wo du aktuell in dein Leben stehst. Bedeutet im Klartext, ich habe so viel Zeit und so viel Wissen wie noch nie und werde ab jetzt eine weitere Phase in mein Leben durchlaufen, gemeinsam mit dir den nächsten Meilenstein schreiben wird. Wem viel gegeben wird, von denen darf auch viel verlangt werden. Das ist mein Purpose und das ist meine Bestimmung. Zielstrebiger denn je habe ich mir im Dezember letzten Jahres eine völlig neue Identität angeeignet. Denn erst, wenn ich mich selbst verändere, kann sich alles um mich herum verändern. Ich nutze meine finanzielle Freiheit also nicht dafür, um mich auszuruhen, Konsummüll zu shoppen oder Menschen zu imponieren, die ich nicht mag, sondern mich weiterzuentwickeln. Besser für meine Mutter, besser für meine Familie, besser für alle um mich herum und vor allem besser auch für dich zu werden. Das hier ist also erst das Ende am Anfang. Und das hier sind meine 5 Gewohnheiten, die wirklich alles in meinem Leben verändert haben und alles, was ich seitdem anfasse, wirklich leicht erscheinen lassen haben. Und ich nenne dieses Kapitel hier den ultimativen Hard Reset. Ein Hard Reset, der das Potenzial hat, auch dein Leben um 180 Grad zu verändern. Natürlich nur dann, wenn du durchziehst und nach diesem Video auch Taten sprechen lässt. Eine Sache, die ich gelernt habe, dass du bereit sein musst, Dinge zu tun, die andere Leute nicht tun, um das zu bekommen, was andere nicht haben. Wer zum Teufel will schon gerne um 5 oder um 6 Uhr in der Früh aufstehen? Erfolgreiche Menschen haben andere und vor allem bessere Gewohnheiten als die, die im durchschnittlichen Leben feststecken. Und genau diese 5 Gewohnheiten haben viele erfolgreiche Menschen zu außergewöhnlichen Erfolgen gebracht, die durchschnittliche Menschen einfach nicht machen wollen. Nun wusste ich also, was zu tun ist und bin direkt in die Umsetzung gekommen. Und viel bleibt nicht mehr zu sagen, außer, dass dieser Hard Reset das Potenzial hat, auch dein Leben um 180 Grad zu verändern, sofern du in die Umsetzung kommst. Du kannst dieses Video also an der Stelle ausschalten, wenn du nur Self-Improvement-Videos in Binge-Watching-Manier auf YouTube schaust und von einem auf das nächste Video skippst, um dir ausschließlich ein kurzweiliges, gutes Gefühl zu holen. Für all diejenigen, die wirklich was verändern wollen, die sollten mit der Gewohnheit Nummer 1 starten, die meinen Alltag seitdem extremst geboostet hat und wahrscheinlich deinen gleichermaßen boosten wird. Das ist zum einen Bodyweight-Training und zum anderen das Stretching. Das aber sieht mittlerweile komplett anders aus als früher. Es ist härter, effizienter und stärker denn je. Aber warte ab, ich erkläre es dir im Verlauf des Videos. Das musst du jetzt verstehen. Kraftsport hat mir vor 21 Jahren schon beigebracht, auf die sogenannten Instant Gratifications, also die sofortige Belohnung zu verzichten, um den langfristigen Nutzen, die sogenannte Delayed Gratification, zu erhalten. Und das Aufraffen zum Sport, das macht manchmal keinen Spaß, auch mir nach 21 Jahren manchmal nicht. Aber dieser Kraftsport hat mir unglaublich viele Tugenden gelernt, wie zum Beispiel Disziplin, wie
Beharrlichkeit, Willensstärke, Geduld und vor allem auch Kontinuität, das Durchziehen, einfach mal machen. Ich habe gelernt, meine Muskeln zu trainieren und nicht sofort eine Belohnung zu erhalten, zumindest optisch. Das Gefühl nach einer Sportsession ist geil, ein natürlicher Dopaminkick. Trotzdem passiert optisch erstmal nichts. Man wird kaum stärker, man sieht genauso aus, man wird weder schwerer noch leichter und glaubt, dass das, was man tut, nichts bringt. Aber dann, nach paar Wochen, Monaten, Jahren und ehe man sich versieht, gehört man zu den Leadern im Gym. Was aber mache ich heute anders als früher? Gerade am Morgen ist mein Training heutzutage viel agiler und viel funktionaler, um einfach den Puls nach oben zu treiben. Seit nun etwa 3 Monaten trainiere ich täglich zwischen 2 und 4 Stunden am Tag. Ich habe gelernt, dass meine körperliche und geistige Gesundheit mein größtes Kapital sind. Früher habe ich gegen meinen Körper gearbeitet. Hart, schwer, viel hilft viel. Alles, Hauptsache Muskeln, whatever it takes. Heute beginne ich meinen Morgen mit Core Training, was ich nach meinem Stretching als allererstes nach dem Aufstehen mache. Ich stehe um 6 Uhr auf, 3 Stunden eher als noch vor 3 Monaten. Zunächst folgt der RTG Morgentrunk aus meiner ultimativen Ernährungsbibel Eat. Damit hebe ich die Dehydrierung aus der 8- bis 9-stündigen Nachtruhe auf, versorge meine Zellen mit Flüssigkeit und hole mir einen natürlichen Energieboost. Eine Sache noch, bevor wir weitermachen, deine Liegezeit im Bett ist nicht gleich deine Schlafenszeit. Wenn du weniger als 8 Stunden für deine Schlafhygiene planst, wirst du wahrscheinlich nicht im Ansatz deine volle Performance im Alltag wecken können. Früher habe ich 60 bis 90 Minuten und 2 bis 3 Tassen Kaffee gebraucht, bis ich das erste Mal so einigermaßen ansprechbar war. Ich fühlte mich matschig, ausgelaugt und weigerte mich schon fast, in den neuen Tag zu starten. Seit der Dopamin-Detox-Challenge, die ich vor knapp 3 Monaten gemacht habe, hat sich das allerdings grundlegend verändert. Und diese Dopamin-Detox-Challenge, die ziehe ich, by the way, immer noch durch. Die Experimente, die ich hier auf diesem Kanal mache, das sollen keine 1 bis 2 Social-Media-Experimente sein, um irgendwie nach Klicks zu haschen, sondern ich teste es für dich. Nachdem ich 700 ml lauwarme Flüssigkeit des RTG-Morgentrunks in mir habe, geht es ans 45 Minuten Stretching heran. Meine alte Identität war: Ich bin die Unbeweglichkeit in Person. Aufgrund des Bodybuildings waren meine Sehnen enorm verkürzt und mein Muskelgewebe extrem verklebt. In meinem neuen Selbstbild bedeutet Mobilität allerdings Freiheit. Immobilität hingegen das Gegenteil, Sklave im eigenen Körper zu sein. Also habe ich mit 5 Minuten Stretching angefangen und mich täglich nach und nach hochgearbeitet. Jetzt bin ich täglich bei 45 bis 60 Minuten angekommen und habe nach etwa 60 Tagen sogar richtig Spaß daran entwickelt. Davor war es zugegeben ziemlich mühselig. Direkt nach dem Stretching geht es dann an meine Abs-Challenge ran, die ich, by the way, übelst verabscheue. Aber darum geht es, diese 2-Minuten-Regel anzuwenden, sich einfach dazu zu überwinden, gerade dann, wenn man es nicht mag. Und genau das, das ist Disziplin. Als Bodybuilder habe ich mir immer eingeredet, kein Core-Training machen zu müssen. Ich trainiere schließlich meine Bauchmuskeln und den Rückenstrecker bereits in Grundübungen, also sogenannten Mehrgelenksübungen, im Fitnessstudio mit. Das ist Bullshit. Und eine weitere Lüge, die ich mir immer wieder selbst erzählt habe. Bei so vielen Bodybuildern ist der Core-Bereich unglaublich schwach ausgeprägt. So wie auch bei mir. Das führte zu einer enorm schlechten Körperhaltung. Und genau deswegen, auch wenn ich es anfänglich gehasst habe, habe ich diese Abs-Challenge in mein Leben gezogen. Ersten Monat war es eine Sit-Up-Challenge, jeden Tag 100 Stück. Im zweiten Monat eine Plank-Challenge. Und wenn ihr wollt, drehe ich dazu nochmal ein separates Video für euch weg. Haust sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, wenn ihr interessiert daran seid. Das Stretchen wie auch die Abs-Challenge drückt meinen Puls nach oben und schenkt mir einen richtig schönen natürlichen Dopaminschub. Und wenn ich merke, wie der Schweiß nach der Challenge läuft, wie der Puls am Pulsieren ist, wie der Atem immer schneller wird und kocht und das Gefühl zu wissen, dass ich jeden Tag 1% besser werde, das ist einfach unbeschreiblich und war früher niemals auszumalen für mich. Ich weiß, dass es schwer ist und es Disziplin bedarf. Nichts Gutes, merk es dir, geschieht einfach so. Wenn Wissen alleine Macht wäre, hätte jeder einzelne von uns ein Sixpack, oder? Und dann wäre ein Sixpack nicht mehr erstrebenswert. Wenn du dich also dazu entscheidest, raus aus dem Durchschnitt zu kommen, dann würde ich dir empfehlen, mit 2 bis 5 Minuten Stretching und Bauchtraining zu starten. Wende hierfür einfach die 2-Minuten-Regel an, die ich dir in meinen vorigen Videos bereits erklärt habe. Die Gewohnheit Nummer 2 meines Morgenrituals, aka meiner neuen Gewohnheiten am Morgen, ist Meditation. Und im Grunde gehört dieses Thema auf Platz Nummer 1, weil es so einen großen Einfluss in den letzten Jahren auf meine Geisteshaltung hatte, beziehungsweise nach wie vor hat. Bevor ich herausfand, was Meditation wirklich ist, bin ich jeden Tag aufgewacht und hatte Angst, Sorgen, Zweifel und all diese Gedanken, die dich den ganzen Tag lang beherrschen und deinen Tag, deine Woche und deinen Monat bestimmen können.
Und ich habe dieses Gefühl einfach gehasst. Ich war fremdgesteuert und habe viel auf die Meinung anderer Menschen gegeben. Um ehrlich zu sein, habe ich mich sogar darüber definiert und musste erstmal tief fallen. Und währenddessen lernte ich die Kunst des Meditierens kennen und lieben. Und dadurch konnte ich mein Gehirn trainieren, stiller zu sein, bewusster zu sein und präsenter zu sein. Und dadurch konnte ich auch den Muskel in meinem Gehirn trainieren, der es mir ermöglicht hat, die Gedanken, die ich zulasse, zu kontrollieren und wenn nötig, einfach aus meinen Gedanken herauszukommen. Und so konnte ich aus einer besseren Position heraus proaktiv agieren, anstelle wie früher zu reagieren und bessere Entscheidungen frei von Ängsten treffen. Unter Angst verlassen wir unsere Komfortzone nicht. Wir stagnieren, wir machen sogar Rückschritte und können absolut keine guten Entscheidungen treffen. All das musste ich erstmal schmerzlich erfahren. Und heute weiß ich, wer ich bin, was ich kann und vor allem, was ich nicht kann, um mir passende Muster zu bilden. Und ich sehe diese Kommentare schon förmlich vor mir. Ich hab's schon ausprobiert, funktioniert nicht, das ist doch nur spiritueller Weihrauchschnüffler-Gedöns. Genau so habe ich früher auch gedacht. Und genau wie beim Krafttraining passierte beim Meditieren zunächst auch nichts. Wenn du 2 oder 3 Mal meditierst, darfst du doch keine Wunder erwarten. Dein Bizeps wächst schließlich auch nicht nach 2 oder 3 Trainingseinheiten. Es muss zur Gewohnheit werden. Und hier liegt das große Geheimnis. Und es ist so wichtig, dass ich das Ganze nochmal wiederholen muss. 50% unseres Erfolgs oder unseres Misserfolgs hängt von unseren Gewohnheiten ab. Erfolgreiche Menschen haben gelernt, ihre schlechten Gewohnheiten zu reflektieren und sie Schritt für Schritt gegen gute zu ersetzen. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, seine Gewohnheiten zu verändern. Wir Menschen sind nun mal Gewohnheitstiere. Was mir hier unheimlich geholfen hat, ist der sogenannte Gewohnheitstracker. Ein absoluter Gamechanger. Morgens, direkt nach dem Morgenritual und abends, nach dem Abendritual, gehe ich zum Gewohnheitstracker und setze passend dazu diese Kreuze. Und das gibt mir ein unfassbar befriedigendes Gefühl, einen Haken hinter jeder Sache zu machen, die mir noch schwer fällt oder an die ich mich immer wieder erinnern muss. Wenn du deine Gewohnheit aber 60 bis 66 Tage am Stück durchgezogen hast, wirst du dich unfassbar glücklich und stolz fühlen, weil du die Kontrolle über dein Leben zurückgewonnen hast, neues Vertrauen in dich selbst aufbaust und dir diese Gewohnheit jetzt einfacher fällt. Wenn du deine Gewohnheit über 60 bis 66 Tage am Stück durchgezogen hast, dann sitzt sie und es fällt dir deutlich schwerer, wieder davon loszulassen. Dann wirst du dich unfassbar glücklich und stolz fühlen, weil du die Kontrolle über dein Leben zurückgewonnen hast, neues Vertrauen in dich selbst aufbaust und dir diese Gewohnheit ab jetzt sogar einfacher fällt. Für mich persönlich war und ist der Gewohnheitstracker ein absoluter Gamechanger und ich bin mir sicher, dass er auch dir gleichermaßen helfen wird. Und ich werde dir meinen Gewohnheitstracker hier unten in der Videobeschreibung verlinken und dir am besten nochmal ein Video bereitstellen, wie du diesen Gewohnheitstracker am besten für dich pflegst. Wenn du also das Gefühl hast, dass du mit Angst, Druck, Zweifeln oder Furcht aufwachst oder dich diese Gedanken bis spät in die Nacht begleiten und du grübelst, viel grübelst, dann ist das Ganze toxisch. Dann sind deine Gedanken genauso vergiftet wie meine einst und dann lebst du lediglich im Überlebensmodus. Du bist in den 4 Fs gefangen, im sogenannten Fight- und Flight-Modus und daraus können keine guten Handlungen und Entscheidungen entstehen. Meditation wird dir helfen, deine Baseline zu finden und von einem Ort der Stille und Kontrolle aus zu agieren. In dieser Phase praktiziere ich das Intermittent Fasting in 16-8-Manier. Das heißt, zu dem Zeitpunkt habe ich roundabout 12 Stunden schon nichts gegessen und praktiziere das Ganze 16 Stunden am Stück. Die Forschung hat hier gezeigt, dass es unfassbar viele Vorteile bietet, vor allem für den eigenen Fokus, einschließlich des gespeicherten Körperfetts, das als Energiequelle leichter zugänglich wird. Das garantiert, dass ich dauerhaft in Form bin und wenn ich mal etwas zunehmen sollte, das unerwünschte Gewicht dann super schnell wieder verliere. Und das Beste, ich brauche keine Kalorien mehr zählen. Ich esse intuitiv nur noch nach geilen Rezepten aus unseren Kochbüchern und diese Praxis hat mir geholfen, in die beste Form meines Lebens zu kommen, ohne dass ich mich dafür kaputt machen muss. Es hat sich außerdem gezeigt, dass es den Spiegel des menschlichen Wachstumhormons erhöht und so für Fettabbau und Muskelaufbau sorgt. Natürlich nur dann, wenn du regelmäßig trainierst und dich im Kaloriendefizit befindest. Und dafür darfst du zunächst deinen Kalorienbedarf kennen. Und genau das lernst du unter anderem auch in EAT, der ultimativen Ernährungsbibel, im Detail kennen. Es verbessert außerdem deine Insulinsensitivität und die Zellreparatur zur Erholung deines Körpers, um dir nur ein paar massive Vorteile davon nennen zu wollen. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann kann ich dir die Videos von Dr. Andrew Huberman ans Herz legen. Ein Neurowissenschaftler aus Stanford, der ganzheitlich über das Fasten und die Gesundheitsprävention spricht. Gewohnheit Nummer 3 ist also das Fasten, aber das hätte man sich sicherlich schon denken können. Abgesehen von den enormen Vorteilen für den Fettabbau macht mich der RTG-Morgentrunk in Kombination mit dem Fasten viel wacher. Erst nach meiner Stretching- und nach meiner Abs-Challenge-Routine gibt es einen Kaffee, allerdings in der koffeinfreien Variante.
Du wirst lachen, aber seit meiner Dopamin-Detox-Challenge benötige ich kein Koffein mehr. Zucker und Koffein sind die größten exogen zugeführten Energiequellen, wovon wir Menschen eine schnelle Abhängigkeit erhalten. Wirkt es nicht, nehmen wir einfach mehr davon zu uns. Und mehr davon führt schnell zum exzessiven Einsatz. Und wenn die Wirkung ausbleibt, dann nehmen wir noch mehr zu uns. Und bei mir hat es 4 Tage gebraucht, ehe ich diesen Entzug hinter mir hatte. Mit Lethargie, mit Kopfschmerzen und mit Mittagseinbrüchen. Aber danach hatte ich wieder den normalen, natürlichen Energieboost zurück. Aber come on, was sind schon 4 Tage im Verhältnis zum Rest unseres Lebens? Nun habe ich keine Abhängigkeit mehr und strotze nur so vor Energie. Auch die geistige Klarheit, die ich durch das Fasten erlangt habe, um den Rest des Tages zu bewältigen, ist genial. Gleiches ziehe ich auch mit all meinen Kunden durch und sie lieben diese Wachsamkeit und den geistigen Nutzen, den sie durch das Fasten und die Kombination mit dem Koffeinentzug erhalten, nachdem sich der Körper erstmal daran gewöhnt hat. Ich empfehle dir also, nach diesem Video hier mein 7-Tage-Dopamin-Detox-Video anzuschauen. Ich habe 7 Tage auf alles verzichtet, was wirklich Spaß macht. Aber ich kann grundlegend sagen, seitdem ziehe ich es komplett durch und ich fühle mich besser als je zuvor. Schau, ich gehe bald in das nächste Jahrzehnt meines Lebens über. Ich näher mich allmählich meinen 40 Lebensjahren und fühle mich aufgrund meiner Gewohnheiten noch immer wie 25. Mir ist nichts lieber als, dass dieses Video so vielen Menschen da draußen hilft, die mehr vom Leben wollen. Ganz gleich, ob sie in ihren 20ern, ob sie in ihren 30ern oder ob sie in ihren 40ern sind. Es ist nie zu spät, was an ihrer Situation zu verändern. Das gilt natürlich auch für die noch jüngeren oder noch älteren unter euch. Wichtig ist nur, dass man sich weiterentwickelt und sich nicht mit dem durchschnittlichen Leben zufrieden geben will. Also tu mir sehr, sehr gerne den Gefallen und schenke mir für dieses Video als Geburtstagsgeschenk einen Daumen nach oben. Wenn du meinen Kanal bis hier noch nicht abonniert hast und dir der Content gefällt, dann hinterlasse mir auch sehr, sehr gerne ein Abo. Denk auch sehr gerne dran, das Glöckchen zu aktivieren, damit du künftig keine Videos mehr verpasst. Hier auf dem Kanal wird es gezielt um deine körperliche, geistige und finanzielle Gesundheit gehen, sodass auch du jeden Tag 1% besser wirst. Kommen wir zur Gewohnheit Nummer 4. Es ist die Vorbereitung. Aber was meine ich damit? Ich habe es während meines Schreibens meiner Trainingsernährung und Mindset-Bücher bereits gemacht, allerdings immer wieder davon losgelassen, wenn ich ein Ziel erreicht habe. Du darfst verstehen, Erfolg ist, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Die meisten Menschen hingegen sind nicht vorbereitet. Die meisten Menschen leben im Autopiloten. Die meisten Menschen hoffen, dass sich was verändert, aber ändern nichts an der einzigen Person, die sie ändern können. Sich selbst. Wenn du dich also nicht vorbereitest, bereitet dich das Leben vor, um zu scheitern. Und was ich hier tue, ist so einfach und nimmt insgesamt vielleicht 6 bis 10 Minuten Zeit pro Tag in Angriff. Umgekehrt ist es aber so effektiv und so nützlich für deinen Fokus, für deine Effizienz und für deinen nachhaltigen Erfolg. Was aber meine ich konkret mit der Vorbereitung? Du hast vielleicht schon mal was von Journaling gehört. Auf gut Deutsch kann man dazu auch sagen, Tagebuch führen. Persönlich schreibe ich 3 Minuten morgens und 3 Minuten abends darin, wofür ich zunächst dankbar bin, wie ich den Tag proaktiv gestalte und verfasse eine positive Selbstbekräftigung. Danach lese ich zwischen 1 bis 2 Stunden Sachbücher, ehe ich den Tag richtig starte. Allein mit diesem Wissen kann ich mir einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Im letzten Jahr habe ich vielleicht 3, vielleicht 4 Bücher gelesen. So viel schaffe ich dank meiner neuen Morgenroutine nun in einem Monat. Das heißt, mein Wissen compoundet sich jetzt wie der Zinseszinseffekt. Rechne dir gerne mal aus, wie viel besser ich dadurch am Ende des Jahres gegenüber des Vorjahres sein werde. Dazu werde ich aber nochmal ein separates Video machen, weil die Macht von Sachbüchern einfach nur gigantisch ist. Und am Abend schreibe ich mir in 3 bis 5 Minuten auf, was ich tagsüber für jemanden Gutes getan habe. Das schärft den Fokus meiner Social Skills, einer der wichtigsten Eigenschaften für nachhaltigen Erfolg. Und ich achte bewusst darauf, anderen Menschen eine Freude zu machen. Der finale Step ist meine Checklist und so weiß ich ganz genau, was am nächsten Tag zu tun ist. Wenn du mehr Klarheit im Leben willst, dann schreibe eine Checklist mit allen Zielen, die du am nächsten Tag erreichen willst. Wenn du die Dinge planst, kannst du dir nämlich einen klaren Weg durch deinen Tag bahnen. Du wirst sehen, dass du im Laufe der Woche, Monate und vor allem Jahre die Person, die du sein willst, jeden Tag einen Schritt näher kommst und das anziehst, was du in deinem Leben erreichen willst. Ganz gleich, ob du Angestellter, Selbstständiger oder, wie es in meinem Fall war, vom Angestellten über die Selbstständigkeit zum Unternehmer kommen willst. Es dreht sich bei diesen Tugenden immer um das Gleiche. Es geht darum, dass du deine Träume aufschreibst und daraus smarte Ziele formulierst und sie konsequent umsetzt. Der Rest meines Tages ist dann völlig individuell und konzentriert sich auf die Ausführung meiner angepeilten Baby-Steps, die ich heute zu erledigen habe, wozu auch das Drehen dieses YouTube-Videos gehört, Videos für den Cash Club zu produzieren, Teambesprechungen und das Brainstormen neuer Ideen.
Gewohnheit Nummer 5 ist und bleibt das Widerstandstraining. Hierfür geht's ins Gym, also anders wie bei Gewohnheit Nummer 1, wo wir eben nicht mehr mit körpereigenem Gewicht trainieren. Seit dem 16. Lebensjahr hat das Fitnessstudio mein komplettes Leben verändert. Hauptsache, du schließt dieses Commitment und verpflichtest dich, deinem Körper das zu geben, was er verdient. Und genau das ist der Inbegriff von Reichtum für mich. Und ich glaube, wir alle haben dieses Buch. Darin steht auf der ersten Seite der Tag, an dem du geboren wurdest. Und auf der letzten Seite der eine Tag, an dem du die Erde wieder verlässt. Du weißt nur nicht, wie viele Seiten darin drinstehen. Aber das Einzige, was du bestimmen kannst, ist, was da drin steht. In den letzten 10 Jahren habe ich immer wieder neue Seiten in meinem Buch geschrieben und ich werde der Herr über die Geschichte sein, die ich schreibe und das Leben nenne. Wir alle waren als Kind kreativ. Doch dann kam das Erwachsenenalter und die vielen Gewohnheiten und Verpflichtungen. Manche davon förderlich, viele davon allerdings hinderlich und kontraproduktiv. Ich werde meine Geschichte weiterschreiben und ich werde weitere Fehler machen, aber ich werde die Seite umdrehen und immer wieder eine neue schreiben. Eins kann ich dir versprechen, ich werde mein Bestes geben und dich auf meiner Road to Glory mitnehmen. Ich möchte, dass ihr dieses Video anschaut und versteht, dass dieses Buch euch gehört und dass auch der Stift euch gehört. Und jede Seite, die wir schreiben werden, ist unabhängig und zeigt auf, dass das Leben nur ein Spiel ist. Es ist das geilste Spiel, was wir spielen können, sobald wir uns dazu entscheiden, auf der Gewinnerseite zu stehen. Du kannst jede Geschichte schreiben, die du willst. Lass mich gerne wissen, was deine Geschichte ist und für welche Seite du dich entscheidest. Auf welcher Seite wirst du im Leben stehen? Bis zum nächsten Video. Angel.